So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Technik. Kann sein, dass es ein paar Leute geschrieben haben, wie man hier dieses Zeug bekommt. Also Brass Ingot brauche ich. Aber ich habe es gerade eben selber nachgeguckt. Das heißt, ja. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Da oben sterben die Skelette wieder. Also Kohle rein. Kupfer hier und Kupfer, das Zeug da und das Zeug da. So. Und jetzt brauchen wir dazu Brass. Das wird dann zu Brass Ingot. So, dann warten wir kurz. So, gut. Wie gesagt, wir bauen uns eine Cobblestone Farm und dazu brauchen wir jetzt erstmal Brass. Das reicht, denke ich mal. Und das Brass können wir jetzt weiter verarbeiten, indem wir es so anordnen, zu Pneumatic Tubes. Diese Pneumatic Tubes, ich mache mal hier ein Stack oder so, kann noch weiter verarbeiten zu. Warte, lass mich überlegen. Zu Redstone Tubes, genau, mit Redstone. Wer hätt's gedacht? Keiner, außer mir. So, da ist noch Kohle drin, gut. Also, Kupfer und Zinn brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Und das brauche ich auch nicht mehr. Eigentlich könnte ich mal alles wegmachen, weil ich gerade nicht brauche. Das war's. Okay, packe ich hier mal noch das ganze Schienenzeug hin. So. Redstone. Gecheckt. So. Hier hin. Pneumatic Tubes, Redstone. Und das gibt dann 64 Redstone Tubes. Aber das mache ich jetzt im Inventar. So, da kann ich nämlich alles auf einmal craften. Die sehen folgendermaßen aus. So, eigentlich. Wie jede normale Pipe. Fast. So. Was jetzt noch brauchen? Wir brauchen Blockbreaker. Hier. Blockbreaker. Pisten. Ohne Eisenspitzhacke. Und es hat auch einer gesagt, dass man ja irgendwie hinter so ein Crafting Table eine Kiste stellen kann. Mit zum Beispiel Spitzhacken drin. Und dass man dann so auch die Rezepte mit einer Spitzhacke drin zum Beispiel machen könnte. Glaube ich, geht sogar, aber jetzt probiere ich es mal noch nicht aus, sondern wie viel machen wir denn? Wie viel? Blockbreaker. Sag mal 16. 16 hört sich gut an. Was brauche ich dann noch hier? Eisen. 3 mal 16 sind 30, und 6, 66. Stimmt es? Müsste eigentlich. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Holz. Ich weiß, das könnte ich jetzt alles mit dem automatischen Crafting-System machen, aber ist mir. Oder? Kann ich schon eine Spitzhacke machen? Nö. Eisenspitzhacke geht noch nicht gut. So, so, so. Und dann brauchen wir noch ein paar Stöcke. Gut. 16 Stück. Das reicht uns nicht. So, das ist jetzt ein bisschen doof. Weil ich kein Cobblestone habe. Also Cobblestone holen und dann brauche ich noch Redstone. Okay. Geht ja noch. Ich habe zu viel Müll im Inventar. So. Redstone. So. Ich weiß, das gehört da eigentlich nicht hin, aber ich tue es jetzt einfach mal da hinsetzen. So. Dann hier noch 16 Pistons. 16 Pistons. So, das müssen wir alles von Hand machen, aber ist ja egal. Ah, auf YouTube läuft ja gerade hier die Premiere von Der Hobbit. Der kleine Hobbit oder der Hobbit oder so. Ist ja irgendwie so Nachfolger von Herr der Ringe. Ich weiß nicht. Ich habe mal Herr der Ringe geguckt. Ich weiß aber nicht, welchen Teil ich schon geguckt habe und welchen noch nicht. Also, ja, kann ich euch da nicht so viel Informationen drüber geben, ob der Film jetzt gut ist oder nicht, aber ich glaube, die Herr der Ringe-Fans werden alle schreien: Natürlich ist er gut. Was kannst du da anderes sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Okay. Wie machen wir? Wir brauchen noch einen Schraubenzieher. Einen Screwdriver.
Ein Stock und ein Eisen. Okay. So. Gut. Jetzt haben wir alle wichtigen Sachen und uns fehlt nur noch das Wichtigste. Update Texture Pack nämlich. Tada. Genau. Nein, wir brauchen einen Timer. Und der Timer kommt nämlich aus dem Red Power Mod. Und der ist ein bisschen aufwendig, aber... Ja, wir brauchen erstmal Stonewarfer. Also, für Stonewarfer brauchen wir erstmal... Ja, wer hätte es gedacht? Stein. So. Das packen wir hier in den Ofen. Und weil wir so cool sind, packen wir das einfach gleich mal direkt hier unten in den Ofen. So. Und solange das dann da rumschnetzelt, können wir mal unser Inventar ein bisschen aufräumen. Damit meine ich das entsorgen. Und das braucht auch keiner mehr. Und die Zeit braucht auch keiner mehr. Ja. Soweit so gut. Am Kopf kratzen und dann hier das Zeug ein bisschen rausholen. So, was brauchen wir denn da noch für dieses Teil? Redstone Fackel. Redstone. Ein bisschen normalen Stein brauchen wir auch noch. Das heißt, nach oben. Give me please stone. Thank you very much. Und dann war das hier. Von diesen Teilen brauchen wir ziemlich viele. Die Teile. Achso. Craftet man so. Keine Ahnung, wie viel man jetzt genau braucht. Was mache ich denn hier? So. Ich weiß nicht, wie viel man hier braucht, aber irgendwas mit zwei. Okay, von diesen Teilen brauchen wir drei. Haben wir. Von denen hier brauchen wir zwei. Da haben wir sechs. Okay, ein bisschen viel. Von denen haben wir auch noch welche. Dann fehlt uns nur noch das hier. So. Da sind alle Stonewarfer weg. Zum Glück haben wir noch ein paar. So. Und dann war das ja noch einmal irgendwie. So, so und so. Genau. Und jetzt lasse ich überlegen. Vielleicht habe ich noch einen Kopf. Ich glaube es zwar nicht, aber egal. So und dann... Timer, genau. Gut, jetzt nur die Frage, wo bauen wir das schöne, das gute Stück denn hin? Wir könnten es in den Keller bauen oder wir können hier ein kleines neues Häuschen errichten. Ich würde sagen, wir bauen es in den Keller. Einfach schlicht und einfach in den Keller. Okay, wieso haben wir nur 15 Blockbreaker? Egal. Egal. Ups. Naja, müssen eh zwei tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Sag mal, hier fängt's an. Und dann ruhig das Teil raus. 9, 10. Ja, 19. Passt. So. Das hat schon so seinen Sinn. Okay. Ja, ja, so. Okay, das muss alles weg hier. Das könnte ich eigentlich sogar mit diesem Teil hier machen, weil es viel schneller geht. Das war jetzt aber nicht so geplant. So, ja. Und zwar immer hier. Zisch, zisch, bum, bum. Spitzhacke her. Jetzt haben wir genug mit dem Teil rumgemacht. So, wieso ich das jetzt so baue, Leute, die den Cobblestone Generator vielleicht noch nicht kennen. Den wird hier ein Fragezeichen vor Augen schweben, aber ihr müsst auf jeden Fall hier mal so drei breit und zwei tief machen. Dann hat man da schon mal eine gute Basis. Den Kies mache ich jetzt einfach mal aus Prinzip weg, weil ich Kies nicht mag. So. Pam, pam. Und da muss auch noch Kies hin. Kies, was rede ich denn? Stein. So. Ach, wir schreiben morgen Physik. Und ich bin nicht so gut in Physik. Naja, wird schon. Wird schon schief gehen.
Okay, und die Blockbreaker müssen jetzt genau hier hin. 5. Ah, hier auch noch eine Reihe. Upsala. So. So, perfekt. Und jetzt kommen hier auch noch ein paar Blockbreaker hin. Und dann baue ich noch den Ring und jetzt zeige ich euch dann, wie das geht. Als allererstes müssen wir gucken, dass die alle so sind. Also, ja. Dass die Seite mit den Teilen da unten, also mit den Holzrillen oder was auch immer, nach unten zeigt. So. Ach, scheiße. Verdammt. So, okay. Wie viel brauchen wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5. Also nochmal 5 Pistons beschaffen. Und währenddessen brauchen wir Lava. Genau. Wir brauchen echt ganz schön viel Lava. Mit ganz schön viel meine ich auch ganz schön viel. So, packe ich hier kurz das Zeug hin. Das brauche ich ja gerade nicht. Redstone brauche ich noch. So, was ich eigentlich brauche, ist Cobblestone. So. Okay. Das kann ich hier mal drauf machen. Und jetzt gehen wir in die Hölle und holen uns bisschen Lava. Genau. Dann brauchen wir noch ein paar mehr Eimer. Haben wir hier noch welche? Nö. Und da? Auch nicht. Verdammt. Na gut, dann werden wir das im nächsten Part erledigen. Bis dann, Leute. Tschüss.